Herzlich willkommen zu Unsere Finanzkennzahlen. In dieser Serie erfahren Sie, was sich hinter den Abkürzungen unserer Finanzkommunikation verbirgt und wie sich unsere Aktivitäten in den Segmenten europäische Erzeugung, globaler Handel und internationale Stromerzeugung auf die verschiedenen Kennzahlen auswirken. In dieser Folge Adjusted FFO. Adjusted FFO ist die Abkürzung für bereinigte Geldmittel der Geschäftstätigkeit. Sie ist die Ausgangskennzahl zur Bemessung unserer Dividende und damit Teil der Ermittlung, wie viel Geld zur Ausschüttung an unsere Aktionäre zur Verfügung steht. Grundsätzlich baut sie daher auf unserem operativen Cashflow auf, also dem Geld, das wir durch unsere operativen Tätigkeiten erwirtschaften. Der operative Cashflow wird jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgewiesen und kann daher Bestandteile enthalten, die stark schwanken. Solche Schwankungen entstehen zum Beispiel abhängig davon, ob Kunden vor oder nach dem Stichtag der Ermittlung ihre Rechnung begleichen. Da diese Bestandteile den Eindruck darüber verzerren können, wie viel Cashflow nachhaltig erzielt und demnach ausgeschüttet werden kann, werden sie bei der Berechnung des Adjusted FFO bereinigt. Es gibt einige Elemente, die angepasst werden, weil sie nicht zahlungswirksam sind. Veränderungen in der Bewertung von Sicherungsgeschäften führen beispielsweise nicht zu einem Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln und werden daher korrigiert. Aufwendungen für künftige Pensionen, Zahlungen an den schwedischen Fonds für den Rückbau unserer Kernkraftwerke und Dividenden an Minderheitsaktionäre belasten zusätzlich den Adjusted FFO. Obwohl sie nicht im operativen Cashflow ausgewiesen werden, sind sie zahlungswirksam und stehen daher nicht zur Ausschüttung als Dividende zur Verfügung. Das also ist der Adjusted FFO. In den anderen Folgen von Unsere Finanzkennzahlen werden weitere wichtige Kennzahlen und Abkürzungen der Finanzkommunikation erläutert. Klicken Sie sich einfach rein.